Hallo zusammen, grüezi miteinander und auch ein herzliches Willkommen nach Österreich und Deutschland. Seit nun einem Jahr habe ich das Vergnügen, mit diversen Menschen ein Bibelseminar durchzuführen und ich nehme jetzt den Kanal Giannis Impulse als einen guten Grund, um euch zu informieren, dass das erste Studienjahr nun vorbei ist. Wir hatten in diesem ersten Jahr ein interessantes Thema, warum wir der Bibel vertrauen können. Wir sind schon fast am Schluss. Wir nehmen da die Bücher von dem Rigazio Verlag und das war wirklich ein spannendes Jahr. Und ich nehme nun den Anlass dazu, euch zu informieren, dass wir weitermachen werden mit weiteren Büchern und weiteren Themen. Und dieses Seminar findet immer am Mittwoch statt, ab 17 Uhr, für circa 90 Minuten. Es ist eine Art Gespräch, wo wir uns aber auch leiten lassen durch ein Arbeitsheft. Und es würde mich sehr freuen, wenn es weitere Anmeldungen gäbe. Wir haben vor, dieses Thema zu besprechen im nächsten Studienjahr. Warum an einen Gott glauben? Es hat noch weitere Themen, die wir je nach Mitgliederzahl vielleicht sogar noch einen zweiten Studientag einrichten können. Warum gibt es ein Leid und Böses? Und noch ein viertes Buch, warum gerade das Christentum? Diese Bücher sind auf Lektionen aufgebaut, die man in Kleingruppen oder an Seminaren, theologischen Seminaren, auch des Öfteren bespricht und sehr interessante Themen bespricht. Ja. Würde mich sehr freuen, wann findet dieses Seminar statt und was kostet es? Es findet immer Mittwoch statt, auf jeden Fall das, was wir jetzt neu starten, mit dem Buch Warum an einen Gott glauben. Immer mittwochs um 17 Uhr für 90 Minuten. Was kostet es? Es ist kostenlos. Wir betreiben dieses Seminar via Zoom, also per Videokonferenz. Und alle die, die Interesse hätten, sind herzlich eingeladen, da mitzumachen. Solltest du an diesem Thema kein Interesse haben oder geht der Zeitpunkt Mittwoch 17 Uhr dir nicht und es gäbe genügend Leute, die vielleicht für ein anderes Thema offen wären und sich gerne treffen würden, dann bin ich sehr gern bereit, auch einen Ausweg zu finden, dass wir einen anderen Tag, einen anderen Zeitpunkt je nach Möglichkeit finden könnten und ein anderes Thema besprechen. Wer ist angesprochen für diese Kurse? Hey, es sind alle angesprochen. Es ist überkonfessionell, es können Atheisten sein, es können gläubige Menschen sein, es können sogar Muslime sein, es können noch aktive Zeuge Jehovas sein oder solche, die es einmal waren. Oder es können auch solche sein, die wir im Jargon PIMOS nennen, physical in, mentally out, also die noch physisch dabei sind, aber mental schon lange nicht mehr mit den Lehren der Zeugen Jehovas etwas anfangen können. All diese Menschen sind eingeladen, fühl dich frei, dich bei mir zu melden und schau mal, ob eines dieser Themen dich interessieren könnte. Wenn du Interesse hast, melde dich doch bei mir und ich kann dir weitere Auskünfte geben. Ich möchte dir zwei Rezessionen sagen von Menschen, die jetzt ein Jahr dabei oder mehr als ein Jahr dabei waren. Da hat zum Beispiel die Iris geschrieben, das Glaubensseminar, wieso können wir der Bibel vertrauen, war eine tiefgehende und inspirierende Erfahrung. Ich fühle mich jetzt besser ausgerüstet, um über meinen Glauben zu sprechen und Zweifel zu überwinden. Und der Thomas meinte, das Glaubensseminar über das Vertrauen in die Bibel hat meine Erwartungen weit übertroffen. Besonders beeindruckend war, wie auf aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und historische Nachweise eingegangen wurde, die Glaubwürdigkeit der Bibel unterstützen. Ich bin gespannt auf die nächsten Themen. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei und das freut mich, lieber Thomas.
Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt. Du kannst dich bei mir persönlich melden über einen Kommentar oder auch über die Website www.zj-hilfe.de. Danke vielmals für dein Vertrauen und für deine Ansicht dieses Kurzvideos. Wir hören uns spätestens wieder nächsten Donnerstag, wenn zu einem nächsten interessanten Thema ein Kurzvideo erscheint. Sei gesegnet und gedrückt. In großer Liebe, Gianni. Ich möchte dich noch informieren, dass im Link hier in diesem Video kannst du den Link zu rigatio.de finden, wo dieses Buch in Kurzansicht einige Seiten du dich da damit vertraut machen kannst, wie das Buch, wie dieses Arbeitsheft für theologische Schulen, für Bibelkreise, Hauskreise aufgebaut ist. Schau doch mal rein, vielleicht findest du auch andere Bücher auf dieser Homepage von Rigatio. Ich bin schon stolzer Besitzer sehr vielen Bücher von Rigatio. Viele habe ich auch schon gelesen und studiert und ich muss wirklich sagen, sind interessante Themen für jedermann, sei es Leute, die schon Jahrzehnte im Glauben sind, Leute, die Verantwortung in der Gemeindeleitung haben, aber auch grundlegende Themen, so wie jetzt dieses, warum an einen Gott glauben. Schau dir diesen Link an, würde mich freuen, wenn es dir gefällt und melde dich bei mir, wenn dir so ein Kurs zusagen würde. Mach's gut!